Christian Weber, Head Coach vom ERC Basel. Knapp Spiel noch verloren, zum Schluss ist es einmal noch knapp gesehen. Fangen wir aber am Anfang an, erste Drittel ist eigentlich sehr gut gesehen. Man hat dann im zweiten Drittel hat man dann, den Anschluss ein bisschen verloren. Was ist denn genau passiert? Ja, das muss ich sagen, das erste Drittel von meiner Mannschaft war gut gewesen. Wir haben sehr gut gespielt, Chancen kreiert. Das grosse Problem, das wir im Moment haben, das ist die Chancenauswertung. Dann ist das berühmte zweite Drittel wieder gekommen. Fängt schon mit dem ersten Schrift an, wir holen eine dumme Strafe. Hat uns völlig aus dem Rhythmus gebracht. Wir haben den Faden nicht mehr gefunden in dem zweiten Drittel. Nachher ist das dritte Drittel gekommen. Wir haben alles nochmal probiert zu kehren. Wir sind näher dran gewesen. Wenn du aus 4-0 hinten bist, ist es extrem schwierig. Und Dübendorf hat schlussendlich dann auch noch das Glück auf ihrer Seite gehabt. Am Schluss war noch ein Pfostenschuss gewesen. Aber sie haben den Sieg sicher nicht gestohlen, weil wir haben nicht über 60 Minuten eine konstante Leistung gebracht. Du hast schon ein bisschen angesprochen, das berühmte zweite Drittel. Wie kannst du dir erklären, dass man da in den letzten drei Spielen mit dem zusammen jeweils im zweiten Drittel ein bisschen geschwächelt hat, wenn man das so ausdrücken kann? Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man die Spiele schlussendlich früher im zweiten Drittel, wenn du alle Drittel anschaust von diesen drei Spielen, gewinnen wir immer das erste und das letzte und das zweite verlieren wir und das darf einfach nicht sein. Das ist eigentlich Kopfsache, Einstellungssache. Wir haben das angesprochen auch vor dem Spiel, in der Drittelspause innen auch und dann passiert es wieder. Das müssen wir sofort abstellen, weil ja, das kostet uns einfach Punkte, wo wir einfach herschenken. Ende vom zweiten Drittel und Ende vom dritten Drittel hat man eigentlich nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, da hat auch ein bisschen das Glück gefehlt, oder? Ja, das Glück kannst du dir kämpfen. Das haben wir heute, wir haben es probiert, das hat nicht gelangen gehabt. Ich habe gesagt, der Schlusspunkt war noch der Pfostenschuss. Eigentlich für das, was wir im letzten Drittel noch gebracht haben, von der Energie her, bin ich zufrieden. Aber ein 4-0 aufzuholen, ich gesagt, das ist extrem schwierig. Wir haben es probiert, der Wille, alles war da. Heute hat es nicht geklappt. Jetzt müssen wir vorwärts schauen. Am Samstag ist der nächste Match. Und, ja, die Spieler sind recht unten, ist klar. Jetzt ist es mein Job, sie wieder aufzubauen und auf den Samstag wieder neu können zu fokussieren. Sprichst du am Samstag trifft man auf Tüdingen. Was, außer jetzt die Aufholjagd zum Schluss, was kann man mitnehmen für diesen Match? Ja, sicher der konditionelle Teil, dass die Mannschaft bereit ist, über 60 Minuten eigentlich können spielen, wenn man im letzten Drittel so Gas geben kann. Aber es braucht einfach den Hintersten und Letzten. Es lange nicht, wenn pro Block nur sagen wir, 3 oder 4 die Intensität machen und 2 Spieler nicht. Das lange auf dem Niveau nicht, weil der Gegner ist auch da. Und der Gegner hat heute meiner Meinung nach eine solide Leistung gebracht. Und ja, darum haben sie auch gewonnen. Merci vielmals, Christian Weber, und viel Erfolg dir am Samstag. Merci, danke.